Also ich habe ja ihre Sie Folge sind bei gesehen, mir, sie die. sind bei mir. Oh. Sie haben mich. Kämpf! Ich kann nicht wirklich was Shit, tun. nein. Hey Leute und herzlich willkommen zu Folge 14 von Minecraft Salvos. Die letzte Folge war ja echt unfassbar spannend und wir leben auf jeden Fall noch, das ist ganz gut. Ja, wieder mit dabei ist natürlich Christopher. Hi. Und ja, heute hoffen wir einfach mal, dass es keine technischen Probleme gibt und dass es keine Probleme mit Team Lit gibt, obwohl die uns jetzt sehr wahrscheinlich nachjoinen. Aber naja, die sind jetzt auch schon auf dem Teamspeak, die warten wahrscheinlich nur darauf, aber wir haben einen Plan und werden den jetzt verfolgen. Bist du bereit, Christopher? Ich bin bereit, ja. Okay, dann 3, 2, 1, go! Okay, jetzt bin ich wieder nervös. Ich bin auch mega nervös. Okay, ich sneake. Okay, ich sneak, ich sneak. Die Okay. kommen wahrscheinlich gleich drauf. Oh, nein. In welche Richtung muss ich ja dann? Okay, Okay, die kommen noch gar nicht. Hast Zeit. Also ja, Noch hast du Zeit, ich habe komm. mein Schwert runter in die Hotbar. In der Hinsicht werde ich Sobald sie jetzt. joinen, versuch rauszufinden, wo sie sind. Also wegen Ja. Nametag. Ich komme jetzt erstmal Richtung Höhle, also so grundsätzlich erstmal schon. Okay. Mach mal deine Koordinaten an und sag mal deine X und Y. 16 und minus 889. 16. Okay. Ja, okay, dann weiß ich ungefähr. Oh, sie sind da. Oh ja, jetzt kommt sie. Oh, Okay. scheiße, jetzt wird's schlimm. Ich habe aber, glaube ich, keine Namen bemerkt. Und Ich habe da. Angst, dass sie in meiner Nähe sind. Okay. Ich will jetzt eigentlich gar nicht abbauen, so richtig. Ah, na gut, ich mache einfach Ich trotzdem. habe vorher zum Glück noch, also ich habe jetzt noch ein paar Blöcke abgebaut. Okay. Ich habe eine Ja, ich Methode, wie ich baue. mein Inventar sortieren kann, ohne dass ich aufhören muss zu sneaken. Zumindest Wie denn? so teilweise. Aber mit Tasten oder was? Aber nur die Hörbar. Mit der mittleren Maustaste theoretisch, aber es hat gerade nicht funktioniert, so wie ich das wollte. Oh, ich sehe Namen. Ü Okay. über der Höhle. Oh! Kannst du runterkommen irgendwie? Ich kann mich runtergraben, Oder ist Chris. es gerade schwierig? Sind die beide oben? Ja. Okay. Also kannst du nicht runterkommen oder wie? Naja. Also Warte. sind die zu nah oder was? Warte kurz. Scheiße, das könnte das Ende sein. Ich höre Grabgeräusche. Ja, ich höre Grabgeräusche. Shit! Komm! Was soll ich tun? Weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie nah sie sind, aber versuch dich irgendwie wegzusneaken oder so. Ich habe mich jetzt eingebaut einfach. Ich weiß nicht, ob ich Ja, weiter. okay, perfekt. Soll ich mich weiter Aber runterbauen sich. oder was soll ich machen? Wenn sie weg sind, wenn sie genug Abstand haben, dann ja. Ich weiß halt nicht, wo sie sind. Ich habe nur gehört, Aber, dass also schätzt gut. Erde gegraben wurde. Und jetzt Stein. Also ich habe ja ihre Sie Folge sind bei gesehen, mir. Sie die. sind bei mir. Oh. Sie haben mich. Kämpf! Ich kann nicht wirklich was Shit, tun. nein. Ah, sie haben mich verbrannt. Ah, das war gut. Das ist das Ende. Ich bin raus. Oh nein! Ja, das war's leider. Nein! Ah, Nein! ich hätte mich einfach runtergraben sollen. Oh nein! Ach, scheiße. Oh nein! Oh shit, Ah, Alter! das war aber auch. Ich hätte mich einfach runtergraben sollen, das wäre so einfach gewesen. Ja. Okay, Ach Mann. sie haben immerhin nichts von mir gekriegt, das ist alles in der Lava eigentlich drin. Glaube ich. Okay. Oh, fuck, okay. Oh Mann. Das ist doch Kacke. Ah, das waren aber jetzt so viele Fehler, das fällt mir jetzt erst auf. Was denn? Ich habe doch Diorit abgebaut. Ich hätte mich einfach im Diorit runtergraben sollen. Ja. Ah, nein. Das war jetzt so schlecht Aber einfach. wie konnten die dich denn verbrennen? Hat es. War. Hä? Na, ich habe mich ein Stück reingegraben, weil ich eigentlich runter wollte. Ja. Hab dann halt einen Bruchstein über mich gesetzt, das war halt schon auffällig. Und dann stand ich aber halt in dem Loch drin, hab halt nur nach oben geschlagen. Und dann kam halt die Lava. Und ja. Ah, okay. Dann hätte ich mich eigentlich noch runtergraben müssen, weil es wäre schneller als Lava, aber es hat. Ja, eben, das habe ich ja gemacht bei denen, weil ich auch Angst hatte, dass sie Lava setzen.
Okay, das tut mir jetzt echt leid für dich. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie weiter vorgehen soll, so. Weil gegen die habe ich jetzt logischerweise keine Chance mehr. Und Felix auch nicht. Er schreibt im Chat typisch Typ. Ich weiß nicht, weiß er, dass ich nicht antworten kann? Ich bin in der Höhle. Nee, er fragt noch drauf. Achso, naja, ich hab nicht wiederbeleben oder so gedrückt, also. Ja, ich antworte jetzt mal nicht. Ja, ich bin in der Höhle. Okay. Vielleicht schaffe ich es irgendwie hochzukommen und wo ganz anders runterzugehen, weißt du? Naja, du könntest vielleicht... Ich weiß nicht, eigentlich deine einzige Chance wäre irgendein Hinterhalt, aber sonst... Ja. Ja, ich will jetzt erstmal so lange wie möglich überleben irgendwie. Ja, das macht das. Vielleicht wirst du ja zweit. Das wäre meine Hoffnung, ja. Obwohl eigentlich so ein Endkampf zwischen denen auch echt spannend wäre. Also wird's ja wahrscheinlich auch, aber... ja. Aber ich schreibe ihnen mal, dass sie bitte nichts in Chat schreiben sollen, damit es für die anderen spannend bleibt. Achso, ja, klar. Und auch Netrek, ich habe letztens auch so den Netrek gespoilert, weil ich dachte, er hat's eh in der Konsole gesehen, aber hat er nicht. Wow. Dass niemand gestorben ist, meine ich. Achso. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie nah ich an der Border bin. Hier ist überall noch Eisen, ich könnte so viel Eisen nehmen. Okay. Ja, ich kann mich jetzt, glaube ich, einfach... Oh, ich sehe Namen. Sü13. Oh. Aber der ist weit weg, der ist da oben, okay. Vielleicht kann ich es schaffen, hier hinten runter, oben, runter, hoch zu gehen. okay. Ja, hier da oben ist Erde, okay. Ich hoffe, die hören mich einfach nicht. Ja, wenn nicht, dann ist es jetzt eh für mich vorbei, aber ich versuche jetzt noch irgendwie wegzukommen. Hattest du wenigstens noch einen Goldapfel gegessen? Ich hatte beide gegessen. Einfach, ja, damit Zeit. Ja, aber wenigstens da. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber irgendwie... Wenn ich ihren Namen jetzt in der Ferne sehen würde, dann könnte ich sagen, ob ich hier hoch kann. Okay, ich bin an der Oberfläche. Also ich kann hoch, meine ich. Ha? Warte. Soll ich? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wo sie sind. Meine Frage. Ja? Wenn die Lava jetzt weggegangen wäre, in der ich jetzt gestorben bin. Ja. Würde ich das sehen oder ist das jetzt einfach ein rotes Bild für mich die ganze Zeit? Ich glaube, es ist ein. Du siehst es nicht, glaube ich. Ah, okay, weil sonst hätte ich dir jetzt vielleicht sagen können, dass sie ihre Lava nicht mitgenommen haben, auch wenn es dumm wäre von ihnen. Aber ja. Ja. Ich gehe jetzt an die Oberfläche. Okay, viel Glück. Danke, ich versuche einfach... Ja, okay, ich bin ein bisschen in der Senke. Ich bin im Wald, ich bin im Wald! Ich bräuchte jetzt okay. Noch meinen Waldskin. Ja. Okay, ich komme vielleicht weg. Also ich... Ja, also safe, also ich bin weg von denen, das ist schon mal klar, aber... Was mache ich jetzt, also... Naja, theoretisch könntest du die alten Pläne noch verfolgen, irgendwelche Levels sammeln oder sowas in der Art. Ja. Dich noch ein bisschen equippen, aber sonst... Ja, was solltest du sonst noch machen? Also ich meine, vielleicht, hier, Schockmann suchen. Ja gut, ja, aber... Da muss ich warten, also wenn ich die jetzt überlebe, dann muss ich warten, bis er mal wieder relativ aktuell ist. Hm. Dann schaffe ich das vielleicht. Ich habe ja auch kaum noch Essen, ne? Also... Mm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, toll, jetzt warte ich hier und... Naja... So ganz theoretisch... Oh nein, ich sehe den Namen! Okay. Der hat mich gesehen. Nee, er hat mich doch nicht gesehen. Oder? Er läuft hier rum. Oh doch, er kommt in meine Richtung. Nee, doch nicht. Warte mal. Nee, doch nicht. Ja, red weiter. Achso, ja, so ganz theoretisch könntest du einfach irgendwo warten. Immer nur sneaken, wenn du drauf bist und einfach warten, bis sie an was Natürlichem sterben. Zum Beispiel ja, vor gut, Hungern das ist, oder aber so. Das ist auch langweilig. Das ist langweilig, ja.
So wollte ich es eben nicht kommen lassen. Das wäre zwar taktisch gesehen natürlich schlau, aber habe ich mir gedacht, nee. Also das ist, da vorher lieber noch einen ordentlichen Kampf. Und ehrenhaft sterben. Vielleicht kann ich mich auch mit Felix zum Wonders, also wenn unsere Folge, also die hier draußen ist, was ja morgen schon ist, vielleicht danach einfach Felix sagen, yo, machen wir einfach 101. Ich meine, klar gewinnt er das, aber dann habe ich wenigstens noch einen Kampf, weißt du? Ja. Und vor allem kriege ich das Team und meine Sachen. Oh, da kommen sie. Da ist wieder einer. Ich hoffe, der... Nee, ist wieder ein Stück weg. Ja, die suchen mich jetzt natürlich, aber... Hm. Vor allem, wieso suchen die oben? Wieso gehen die nicht runter? Die müssten doch eigentlich wissen jetzt, dass wir unten sind. Naja. Also, dass ich unten bin. Vielleicht machen sie das einfach nur, damit sie besser laufen können und Namen entdecken könnten, falls du weit weg bist. Meine Folge wird übrigens gerade in diesem Moment veröffentlicht. Oh. Ah, meine ist vor einer Viertelstunde aus. Ja. Das heißt, sie hätten theoretisch vor einer Viertelstunde schon wissen können, wo ungefähr ich bin. Aber jetzt wissen sie halt genau, also, wo ich war. Hm. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Hm. Ich kann vielleicht einen Ofen aufstellen und ein bisschen Cleanstone braten. Hm. Oh, was war das? Was denn? Ich habe eine Explosion gehört. Hä, wie? Ach, bist du noch drin? Ja. Warte, ich kann hören, wenn bei mir eine Explosion kommt. Ja. Dann habe ich bei mir eine Explosion gehört. Cool. Ist ja lustig. Aber warte, was für eine Explosion? Es gibt keine Creeper. Dann war's TNT, wenn's die Falle? Die? Nee, hast du die Folge... Nee, also unsere Falle haben sie entdeckt, das weiß ich. Ach so. Nee, dann... Was ja wohl offensichtlich war, aber... Na gut, aber könnten in Höhen könnten doch Monster sein, oder? Na, sind bisher ja eigentlich auch keine gespawnt. Ganz am Anfang bei uns sind ja welche gespawnt, aber dann irgendwann nie mehr. Also, das war das Seltsame. Schon wieder eine Explosion. Was? Okay. Was? Aber... Es gibt ja keine Creeper-Spawner. Ach, vielleicht, nee, an der Border, aber dazu bist du zu nah an der Mitte, glaube ich, ne? Ja, ich bin eigentlich fast unterm Spawn. Hä? Dann muss es TNT sein, oder? Hä? Es gewittert ja auch nicht, oder? Nee, das waren Explosionen, das war auch kein Donner. Ach so, ist das nicht selber Sound? Nein, Donner hat mehr so ein, mehr Bass und zieht sich länger. Okay. Aber das... Hm. Ich weiß nicht, ob es noch einen Unterschied zwischen einer Creeper und einer TNT-Explosion gibt, aber also ich kann nur Explosion sagen. Okay. Ja, Leute, sorry, dass die Folge jetzt ein bisschen unspannender ist, aber das muss jetzt einfach mal sein. So, an sich wäre es noch toll, wenn ich jetzt jede Folge diesen Screen haben könnte, den ich jetzt habe. Stimmt, das wäre natürlich praktisch. Könnte ich dir dann von Geräuschen berichten, wie Explosionen. Ja. Ja. Oder vielleicht ist es auch nur ein Easter Egg, dass wenn man 10 Minuten tot auf seinen Screen guckt, dass dann Explosionen kommen. Ich glaube fast nicht. Nein. Ja gut, das passiert jetzt ja nicht. Ich habe halt wahrscheinlich gerade im Moment das Einzige, was ich besser habe als die, also vielleicht auch nicht mehr, aber was ich von der letzten Folge noch besser hatte als die, ist der Bogen. Aber vor allem, wie sie sich gefreut haben, als sie unsere 64 Fäden gefunden haben. Alter, die sind ja richtig abgegangen. Wo haben wir denn 64 Fäden liegen? Na, in der Kiste beim Spawner. Ach so. Die haben doch das ganze Projekt an Fäden gesucht. Und dann, die hatten zwei Spinnspawner. Und dann haben sie... Ja, den Zaubertisch und den Amboss war so, ja, haben wir jetzt. Aber die Fäden waren so, Alter! Cleanstone ist halt immer gut. Hm. Ja, dann warst du es auch schon fast wieder mit einer Folge. Was hast du jetzt noch gemacht? Ja, ich brate gerade und sneak hier in meiner kleinen, meinem Bunker. Ein bisschen Cleanstone und baue damit über mir dann immer wieder ein bisschen... Was so jedenfalls nicht. Aber, ja. Oh, man hätte auch so in Obsidian Zeit investieren können und sich da draußen einen kleinen Bunker bauen können. Noch ein paar noch so ein paar Blöcke Obsidian extra, falls es oder wenn sie es abbauen, damit man halt direkt wieder hinsetzen kann. Ich glaube, das würde zum Geduldsspiel. Ja, stimmt. wenn die 15 Minuten rum sind, wirst du trotzdem nicht gekickt wegen. Ach so. Also, ja, Gegner zu nah. Ach so. Oh,
Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ne. Hä, also, hast du nicht die Folge von denen gesehen? Ne, noch nicht. Wo sie Ben und so töten? Wo sie die verfolgen? Ne, Ja gut. Aber dann liest du doch den Chat noch, oder? Ja, den Chat sehe ich gerade. Ah, das ist perfekt, okay. Ja, die werden jetzt aber auch ihre Folge verschwenden gerade, also. Ich habe heute ein Video angeschaut, oh, meine Folge ist eh gleich vorbei. Ich habe heute ein Video angeschaut, aber wenn es kritisch wird, geht Noah mit Traum. Ja, ja. Ich habe eine Folge angeschaut, 200 Sachen in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Da waren echt Sachen dabei, die ich tatsächlich noch nicht wusste. Okay. Also echt so praktisch, also manchmal echt praktisch auch für solche Turniere. Zum Beispiel, wie man das endlich mal mit diesen Tiergehegen baut, dass man nicht dauernd mit den Tieren rauskommt, weißt du? Man Sachen, wo man wirklich nur selber durchkommt und nicht Tiere. Ja. Sowas halt. Also es war echt teilweise praktisch. So, meine Folge wird jetzt wahrscheinlich gleich vorbei sein. Ja. Okay. Dann wird die nächste Folge morgen sein. Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich auf Wiederbeleben drücke. Okay, ich bin raus. Danke fürs Mitspielen. Das Abenteuer ist hier leider für dich zu Ende. Ja. Okay. Okay. Na dann, Leute. Das war eine sehr krasse Folge. Christoph ist tot. Ja, war auch sehr schön, mit dabei zu sein. Ja, es war auch sehr schön, ihn als Teampartner zu haben. Und du wirst ja wahrscheinlich auch akustisch dabei sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Kann ja, wenn ich heute noch Zeit habe, aber wahrscheinlich eher nicht, schneide ich noch ein Best-of so aus meinen Szenen. Oh ja, perfekt. Ja, ich schneide ja. Achso, ne, das sage ich mal noch nicht. Schneide ich euch raus wahrscheinlich. Ich werde es nicht im Video lassen. Ja. Oh, hä? Nur noch Bumi. Ach ne, ich dachte gerade nur noch Bumi McFaddy war drauf. Okay. Jo. Also Leute, willst du trotzdem noch? Kann ich machen. Okay. Folge 14 war's noch. Ja. Okay, dann war's das mit Folge 14 und auch für mich für dieses Turnier. Ja, es war sehr schön mit dabei zu sein. Niklas wird euch hoffentlich noch viele spannende Folgen liefern. Auf jeden Fall. Ja, dann war's das mit Folge 14 von Cyrus 1.3. Ciao. Ciao.